Herzlich willkommen, lieber Zuschauer. Am 13. Dezember 2016 war es soweit. Die neue Revision der Bibel Einheitsübersetzung 2017 ist in Deutschland erschienen und löst die Vorgänger 1980er Version ab. Damit haben wir die Möglichkeit, anhand meiner Serie Hochverrat deutscher Bibelübersetzer einen neuen Vergleich zu starten. Zu denen da aufgeführten Bibelstellen, die einer dringenden Überarbeitung bedürfen. Nachdem die Luther-Revision 2017 in fast allen Punkten versagt hat, wollen wir nun schauen, wie sich die neue Einheitsübersetzung schlägt. Fangen wir mit Kolosser 2,16 an. Darum soll euch niemand verurteilen wegen Speise und Trank oder wegen eines Festes, ob Neumond oder Sabbat. Hier hat die neue Einheitsübersetzung den Text der alten Version übernommen. Sie nimmt eine neutrale Stellung ein, müsste aber das erste Oder nach dem Trank mit Entweder übersetzen, wie wir ja schon in der Serie ermittelt haben. Weiter geht's mit Römer 14,14. Auf Jesus, unseren Herrn, gründet sich meine feste Überzeugung, dass an sich nichts unrein ist. Unrein ist es nur für den, der es als unrein betrachtet. Na, wenn das nicht eine Einladung ist, Schweinefleischessen legitim zu machen. Schauen wir mal, was die neue Revision draus gemacht hat. Ich weiß und bin im Herrn Jesus fest davon überzeugt, dass nichts unrein ist in sich selbst. Unrein ist es nur für den, der es als unrein betrachtet. Tja, zwar hat die neue Einheitsübersetzung den A-Teil des Verses überarbeitet, übersetzt aber die Worte Koinos falsch mit unrein anstatt mit gemein, was wir ja bewiesen haben in der Serie. Schauen wir uns noch die Parallelstelle Matthäus 15 und Markus 7 an. Der Vers 11 dient hier anschaulich. Nicht das, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern was aus dem Mund des Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Markus 7,15. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. In beiden Fällen übersetzt auch die neue Einheitsübersetzung die Worte Koinos falsch mit unrein. Damit gleicht sich der Text der neuen Revision bis auf Römer 14 mit der alten Version der Einheitsübersetzung und hat auch wie die neue Luther Revision 2017 völlig versagt. Schauen wir uns mal die Apostelgeschichte Kapitel 10 Vers 14 an. Welches Wort die alte und neue Einheitsübersetzung da gebraucht für das Wort Koinos? Da es ja da zusammen mit dem Wort unrein steht. Apostelgeschichte 10, 14. Petrus aber antwortete, niemals Herr, noch nie habe ich etwas Unheiliges und Unreines gegessen. An sich eine gute Übersetzung, da der Leser mit dem Wort unheilig heutzutage mehr anfangen kann als mit dem Wort gemein. Dennoch gebraucht sie das Wort unheilig nicht an den anderen Stellen, Matthäus 15, Markus 7 und Römer 14, und übersetzt dort falsch mit unrein. Hier können wir sicher auch von Absicht ausgehen. Immerhin essen Katholiken auch gerne Schweinefleisch, nicht wahr? Da ja einige meinen, ich würde Martin Luther zu Unrecht der Nachlässigkeit bezichtigen, in dem Fall, dass er in Matthäus 15 die Worte Koinos alle mit unrein übersetzt hat, im Gegensatz zu Markus 7, wo er durchgängig richtig übersetzt hat mit gemein, schauen wir uns mal die älteste Übersetzung des Neuen Testamentes in eine germanische Sprache an. Nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Selbst in den germanischen Sprachen gibt es, wie wir hier sehen, einen Unterschied zwischen gemein und unrein. Gemeinjan und gemeinjando. So wurde Markus 7,15 um 300 nach Christus ins Germanische übersetzt. Dazu im Vergleich 1. Korinther 7,14. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann, sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Was Schlachter und Co. richtig übersetzen mit unrein. Auch die alte germanische Bibel kennt das Wort unranja und unterscheidet also ursprünglich gemein und unrein, was nicht erst in späteren Zeiten sich in der germanischen Sprache entwickelt haben könnte. Ich habe die Beispiele genommen, da nicht alle Teile des Neuen Testamentes die Zeit überlebt haben. Von der germanischen Bibel sind bis heute nur noch die Teile erhalten. Hier sehen Sie nochmal einen Teil der germanischen Bibel aus dem Urtext. Markus Kapitel 7. Seit circa ein Jahr gibt es jetzt schon meine Serie Hochverrat deutscher Bibelübersetzer. Vor einer Woche hat mich ein Glaubensbruder auf eine deutsche Bibelübersetzung aufmerksam gemacht, jene bisher als einzige deutsche Übersetzung den Fehler Martin Luthers korrigiert hat. Sie trägt den Namen Konkordante Neue Testament.
ist eine deutschsprachige Bibelübersetzung von Ernst Knoch von 1939, die bis heute in der sechsten Auflage von 1995 verlegt wird. Vom Konkordanter Verlag Pforzheim. Knoch selbst sagte zur Methode: Jedes griechische Wort wird soweit möglich durch denselben deutschen Ausdruck wiedergegeben. Wo der Sprachgebrauch mehrere deutsche Wörter für ein griechisches fordert, ist dies aus der Konkordanz zu ersehen. Jedes deutsche Wort dient, wenn irgend möglich, zur Wiedergabe nur eines griechischen. Dadurch wird viel Verwirrung vermieden und private Ansichten werden nach Möglichkeit ausgeschaltet. Genau, private Ansichten werden ausgeschaltet. Knoch lehnte die Trinitätslehre ab, da er die Gottheit Jesu Christi im Sinne der Wesensgleichheit mit Gott dem Vater nicht mit der Bibel belegt sah. Er meinte außerdem, dass sich die Seele beim Tod auflöst, da die Seele aus dem Körper und dem Geist besteht, Seelenschlaf, und die Lehre von der unsterblichen Seele, eine unbiblische Lehre aus dem Platonismus, ist Ganztodtheorie. Da kann ich nur zustimmen. Sehen Sie nun die Stellen aus dem Matthäusevangelium Kapitel 15, die Ernst Knoch richtig übersetzt im Gegensatz zur alten Lutherbibel und wohl allen anderen heutigen auf dem deutschen Markt. Lesen wir dazu Vers 11 in Kapitel 15. Hört und versteht, nicht was in den Mund hineingeht, macht den Menschen gemein, sondern was aus dem Mund herausgeht, das macht den Menschen gemein. Das lob ich mir. In der Stichwortkonkordanz können Sie auch genau sehen, was das Wort gemein bedeutet. Wie ich es schon in meiner Serie gesagt habe, ist gemein ein allgemeines Wort für unheilig oder entweiht. Und der Unterschied zu unrein hier ersichtlich ist. Zuletzt schauen wir uns nochmal Kolosser 2,16 an. Hier wurde ja behauptet, dass ich das Wort Mary nicht richtig übersetzen würde, wenn ich sage, es bedeutet in den Zusammenhang Anteil oder Teil oder Beteiligung eines Festes, was ich sehr wohl mit Beweisen belegen kann, wie Sie hier sehen. Auch hier ein englisches Dictionary, wo Sie auch sehen können, dass es hier legitim ist, so zu übersetzen. Nun ja, die meisten waren sicher auch nicht gerade optimistisch, was die neue Einheitsübersetzung angeht und eine Richtigstellung der Worte in den genannten Versen wohl eher utopisch erscheint, bei den privaten Ansichten der Übersetzer. Unser nächster Kandidat wird Ende Januar eine textkritische Auflage der Elberfelder Übersetzung des Neuen Testamentes sein, die dort wohl erscheinen soll. Warten wir mal ab. Ich schließe mit einem Filmzitat, was an die Deutsche Bibelgesellschaft und allen zukünftigen Bibelrevisions- oder Übersetzungsprojekten gerichtet ist. Kongressabgeordneter Weaver und geschätzte Mitglieder des Special Armed Services Committee, ich trete vor Sie hin, um gegen großes Unrecht zu protestieren. Das muss ein Ende haben. Du fehlst mir so sehr. Ich habe es versucht. Du weißt, ich habe alles versucht. Aber sie hören immer noch nicht auf mich. Hoffen wir, dass sie etwas für die Zukunft lernen. Aber was auch immer passiert, bitte denke nicht schlecht von mir.